Herzlich willkommen bei Rödl & Partner. Mein Name ist Jens Hinkelmann. Ich verantworte bei uns den Bereich Unternehmens- und IT-Beratung. Ich freue mich, heute Herrn Fellermann bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Mein Name ist Dirk Fellermann. Ich war über 40 Jahre in verschiedenen Finanzbereichen tätig und freue mich auf das Gespräch. Ja. Wir wollen uns heute über die zukünftige Rolle des CFOs unterhalten im Unternehmen. Wie hat sich die Aufgabenstellung verändert? Und wer könnte da besser Auskunft geben als Herr Fellermann? Wie hat sich's verändert? Was ist in den letzten Jahren passiert? In der Vergangenheit war der CFO, der Finanzchef, verantwortlich für das Finanzwesen. Er hat im Wesentlichen Daten ausgewertet, zur Verfügung gestellt, aber er war mit der Datenarbeit beschäftigt. Heute muss er operative Themen unterstützen, er muss die Steuern optimieren, er hat die verschiedensten Anforderungen aus strategischen Erwägungen heraus und muss es so schaffen, diesen Aufwand deutlich zu reduzieren, den er in der Vergangenheit hatte. Das heißt, seine Rolle verändert sich aus einer operativen Tätigkeit hin tatsächlich zum strategischen Partner des CEOs. Genau, also er muss der Sparringspartner des CEO sein, er ist der Challenger der operativen Bereiche und er muss das Unternehmen letztendlich treiben, weil er die Daten hat. Und dazu muss er sich Zeit schaffen und das muss er machen, indem er seine Strukturen optimiert und kontinuierlich daran weiterarbeitet. Letztendlich die Organisation seines Finanzbereiches weiter und weiter optimiert. Er ist tatsächlich, Sie haben es jetzt ein paar Mal gesagt, Datenverantwortlicher. Da sind wir natürlich auch bei Themen der Technik, wie Technik ihm unterstützen oder helfen kann. Ja. Was bedeutet Technik für den CFO? Er muss letztendlich die Systeme nutzen. Dazu muss er erstmal die Systeme in Ordnung bringen, beziehungsweise die Daten in Ordnung bringen. Er muss hier eine Hygiene, sage ich immer, schaffen. Er muss die Daten so zur Verfügung stellen, dass letztendlich alles automatisiert erfolgen kann und er die Zeit für seine Mitarbeiter bekommt, dass sie sich mit höherwertigen Tätigkeiten beschäftigen können. Wie gesagt, Steueroptimierung, Risikomanagement, es gibt so viele neue Herausforderungen heute, die auf den CFO einströmen, die kann er gar nicht mehr in den 24 Stunden schaffen, die er zur Verfügung hat. In der Technik sagen wir immer ganz gern Shit in, Shit out bei einem System, ja, weil die Systeme sind an sich ja 0 und 1 digital unterwegs. Das heißt, nur wenn ich wirklich valide und vernünftige Daten habe, kann ich auch die Aufgabe, die er im Unternehmen hat, diese strategischen Aufgaben erfüllen. Wir erleben viel, dass sich Unternehmen mit KI, mit Machine Learning, mit Predictive Analytics beschäftigen, ohne diese, wie Sie es gerade genannt haben, Hygiene tatsächlich durchzuführen. Da soll unser Ansatz Finance for Future helfen, ja, um wirklich einem Unternehmen mal den Standort zu bestimmen. Wo stehe ich heute? Mit welchen Themen muss ich mich denn beschäftigen, um meine Aufgabe dann auch erreichen zu können? Und Sie geben mir recht, Technologie ist dann ein Enabler, oder? Absolut. Die Business Intelligence heute ist notwendig, um diese entsprechenden Auswertungen und Informationen zur Verfügung zu stellen und da richtig mit handeln zu können. Es ist aber auch ein neuer Mindset da notwendig. Also das heißt, das ist nicht nur Technik, das ist auch letztendlich Organisation und ein neues Denken, was notwendig ist für die Mitarbeiter. Und da muss noch ein Wandel erfolgen, da bin ich überzeugt. Ja. Wenn auch Sie datenbasierte Entscheidungen treffen wollen und nicht mehr Entscheidungen aus dem Bauch raus, rufen Sie uns gerne an. Herzlichen Dank.